bedeutet, dass alle ihre Meinung sagen und mitentscheiden dürfen. Wir sollten uns alle schon mal mit dem Thema Demokratie beschäftigt haben, aber gibt es trotzdem immer wieder, was man sagt, ach stimmt, so war das, ja? Ja, also ich habe auch viele Informationen bekommen, die ich vorher nicht hatte, weil wenn man in diesem Gebäude ist, dann tauchen Fragen auf, die man vorher nicht hatte. Und ich finde, gerade für euch Kinder zu wissen, dass ihr selbst in der Demokratie lebt, was es ist, erst dann kann man vergleichen, welche Staatsform es in anderen Ländern gibt. Und dann kann man auch vielleicht einschätzen, dass es hier in Deutschland doch ein sehr lebenswertes Land ist. Und man sich sehr, sehr wohl fühlen kann hier und dass für vieles hier, für das Wohl der Menschen gesorgt wird. Das kann man erst beurteilen, wenn man weiß, was eine Demokratie ist, wo man lebt im Vergleich mit anderen Ländern, wo es in vielen, vielen Ländern dieser Welt ganz anders aussieht. Wenn ihr mit der Schulklasse oder auch mit der Familie in den Bundestag kommt, dann fragt auch danach, ob ihr mal an einer Debatte teilnehmen könnt, auf der Besuchertribüne, um einen Eindruck zu bekommen, wie man sich damit auseinandersetzt. Noch spannender allerdings ist es, wenn zufällig gerade eine öffentliche Anhörung in einem Ausschuss ist. Weil wenn wir in den großen Plenarsaal kommen, manchmal auch streiten, ihr habt das im Film gesehen, dann haben wir schon viele, viele Stunden vorher mit den Kollegen aus den anderen Fraktionen, die sich besonders gut zu einem Thema auskennen, in einem sogenannten Ausschuss gesessen. Das heißt, aus jeder Fraktion Vertreter und die prüfen das Gesetz, was dort beschlossen werden soll, also Regeln für irgendeinen Bereich unseres Lebens und die laden sich dann auch noch Experten ein. Zum Beispiel, wenn ein Gesetz gemacht wird darüber, ob wir demnächst ja, kostenlos allen Kindern den Kita-Besuch ermöglichen können. Dann laden wir ganz bestimmt Kita-Erzieherinnen ein, Vertreter von Gewerkschaften, vielleicht auch Elternvertreter, Menschen, die sich damit beschäftigt haben, aber auch natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, wie kommt das Geld, vorhin war vom Haushalt die Rede, also nicht putzen, wie kommt das erst mal überhaupt in die Staatskasse. Und dann wird darüber geredet, ist das, was wir hier als Regel jetzt aufgeschrieben haben, als Gesetz, tatsächlich dafür geeignet oder nicht? Das ist meistens noch spannender als so eine Debatte im Plenarsaal. Also wenn ihr nach Berlin kommt, nicht nur die Gebäude und all die anderen aufregenden Sachen, die drittgrößte Parlamentsbibliothek der Welt, sondern auch die Debatten oder trefft euch mit einem Abgeordneten. Liebe Uwe Ochsenknecht, du musst leider gleich wieder los, deswegen noch eine Frage an dich. Wenn es mit dem Schauspiel irgendwann nicht mehr so läuft, wäre Politik auch nochmal so eine Variante? Also wie der Max eben schon richtig sagte, ich bewundere Politiker überhaupt nicht, weil das ist so ein strammer Terminplan und auch diese Arbeit ist ja auch mit sehr viel Verantwortung verbunden. Und das muss man wollen, ja. Das ist, habe ich großen Respekt davor. Ich glaube, da wäre ich einfach auch nicht fleißig genug. An dieser Stelle vielleicht von euch nochmal einen großen Applaus, denn der Uwe, der muss leider schon wieder los. Der hat schon den neuesten Termin heute. Muss direkt nach Köln. Herzlichen Dank. Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und heute hier warst. Macht viel Spaß noch. Alles Gute dir. Tschüss, bis bald mal. Habt ihr Fragen an unsere Produzenten, Regisseuren, Darsteller, an die Politiker? Was wolltet ihr denn schon immer mal wissen? Welche Socken sie tragen oder auch nicht? In eurer Kindheit. Was war euer größter Wunsch? Aha, geht jetzt an alle mal. Na gut, also in meiner Kindheit jedenfalls habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal Politikerin werde, Bundestagsabgeordnete oder gar Vizepräsidentin des Bundestages, sondern ich habe davon geträumt, Tennis-Weltmeisterin zu werden.